Ich weiß gar nicht, wer da immer labert, ehrlich gesagt. Alle Spinner ein und wirf den Schlüssel weg. Ja, tolle Idee. So, wir wollen zu I. Ja, zum Ausrufezeichen, oh mein Gott. Wir sind wieder bei der Amüsiermeile. Ich muss sagen, dieses Gelaber geht mir ein bisschen auf den Sack. Vor allem, wenn ich hier selber noch was erzählen will. Was? Finde ich nicht gut. Auf diesem Dach hat jemand ein Notsignal. Oh, fuck. Entweder braucht jemand darin meine Hilfe oder es ist eine Falle. So, jetzt wollen wir mal ein bisschen hier die Dinger austesten. Die Fledermaus ist hier. Okay, das hat schon mal nicht funktioniert. Wieso kann ich nicht R drücken? Fuck. Das ist die blöde Fledermaus. Ich meine, ich kann ja jetzt hier irgendwie ausnocken, oder nicht? Alter! Übermove. Bam. Fuck. Komm, entwaffnen. Mach mal. Okay, irgendwie ist es noch verbesserungswürdig, meine Kampffähigkeiten. Da geht noch was. Okay, mach mal Wasser nochmal ausnocken, wenn sie am Boden liegen. Boden ausschalten. Okay, rechts. Rechts und. Wow. Komm her. So. Was willst du jetzt tun, Batman? Ah! Was hat er jetzt gerade da gemacht? Ich bin fast tot. Bin ich mit dir fertig, erkennt dich deine Mutter nicht wieder. Momentan laufe ich echt besser, wenn ich einfach nur immer ganz konsequent meine Tasten hämmer. Huh, das war knapp. Holy moly. Fuck. Okay, mit dem Boden ausschalten, das üben wir nochmal. Das klappt noch nicht so, wie es soll. Ich glaube, damit kann ich die Kämpfe einiges verkürzen. Weil die dann nicht immer so lange stehen. Aber jetzt haben wir es ja gleich. So. Ah, ich glaube, ich verliere Erfahrungspunkte, wenn ich Schaden bekomme, kann das sein? So, und jetzt? Wieder rein, oder was? Mal gucken, wer uns da erwartet. Tet. Spielzeuge. Das schreit ja nach dem Joker. Oder nach diesem fetten Typ, der da steht. Hallo? Wer bist denn du? Oh mein Gott, ist der riesig. Überrascht mich zu sehen, Batman. Bane, den kennen wir doch auch. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, hingst du an meiner Motorhaube. Du wusstest, dass es mich nicht töten würde. Das hatte ich auch nicht vor. Ich habe keine Lust zu kämpfen. Was machst du hier? Dr. Youngs Titanformel. Der Pajasso hat ein paar von Arkham Island runterschaffen können, bevor du ihn gestoppt hast. Wie viele hat Joker denn noch von der Insel bringen lassen? Zu viele. Deshalb bin ich hier. Ich lass nicht zu, dass der Basura diese Stadt Titan missbraucht. Dr. Young hat es mit meiner Hilfe erschaffen. Es ist meine Aufgabe, die Überreste zu zerstören. Ich helfe dir, aber nur damit du es weißt. Wenn du irgendwelche Tricks versuchst, gibt es Ärger. Wir finden Titanbehälter und zerstören sie. Abgemacht?
Natürlich. Jeder Behälter hat einen Funksender eingebaut. In der Stadt hier gab es insgesamt 12 Behälter. Jeder von uns nimmt 6 und wir treffen uns hier. Alles klar. Jeder 6? Schön. Heute ist kein guter Tag, um mich anzulügen, Bane. Denk daran. Alles klar, wir müssen Titanbehälter zerstören. Und wir können nicht alle zerstören, wenn wir da noch nicht reinkommen. Sieht das richtig? Aber wir können die schon mal machen. Wollen wir die jetzt machen? Wenn nicht, können wir... wenn ich es hier... Ich muss erstmal hier raus. Ah, jetzt lesen wir erstmal noch ein bisschen hier die Biografien. Die machen mir sehr viel Spaß, muss ich sagen. Also, Bane. Der richtige Name nicht bekannt. Professioneller Verbrecher. Blibablub. Bane sollte die Gefängnisstrafe seines verstorbenen Vaters absitzen und war von Geburt an inhaftiert. Er wuchs in einem furchtbaren Gefängnis in San Prisca auf. Im Rahmen militärischer Forschungsarbeiten wurde er dem Ultrasteroid Venom ausgesetzt. Seine übermenschlichen Kräfte verhalfen ihm zur Flucht. Entschlossen, ein kriminelles Imperium zu errichten, suchte er Batman auf und brach die Wirbelsäule des Dark Knight. Aber Batman erholte sich und es gelang ihm, Bane zu besiegen, indem er ihn von seinen kostbaren Venom-Vorräten abschnitt. Angeblich haben die Geschehnisse in Arkham dazu geführt, dass Bane andere Menschen vor einer ähnlichen Abhängigkeit bewahren will. Wir haben also hier tatsächlich eine Art Verbündeten. Er ist ein Meisterstratege, sehr zielgerichtet, unnatürlich starke Reaktion auf das Supersteroid Venom, entschlossen, alle zu besiegen, die ihn herausfordern. Da wollen wir den mal lieber nicht herausfordern. Die hatten wir letztes Mal, glaube ich, schon gelesen, ne? Hatten wir? Ich glaube nicht. Die investigative Reporterin Vicky Vale begann ihre Karriere bei der Gotham City Gazette. Dort machte sie sich dank ihrer Beharrlichkeiten schnell einen Namen. Nachdem sie sich mehr und mehr auf Batmans Heldentaten konzentriert hatte, richtet sie nun ihr Augenmerk auf die Eröffnung von Arkham City. Sie würde Leib und Leben riskieren, um darüber zu berichten, wie sehr diese Gefangenenstadt die öffentliche Sicherheit bedroht. Vielleicht verlässt sie sich dabei zu sehr darauf, dass Batman im Notfall auftauchen wird, um sie zu retten. Abgebrüht mit großen journalistischen Fähigkeiten, Gothams erste Adresse für glaubwürdige Berichterstattung. Alles klar. Haben wir schon gelesen? Haben wir schon? Catwoman, oh, das ist interessant. Selina Kyle, professionelle Diebin. Die weise Selina Kyle wurde zur Diebin, um auf den Straßen Gothams zu überleben. Da sie entschlossen war, dies mit Stil zu tun, lernte sie Kampfkünste und trainierte Turnen, um ihre Fertigkeit zu perfektionieren. Ihren kriminellen Aktivitäten steht eine unterschwellige Selbstlosigkeit im Weg, die sie mal zur Schurkin, mal zur Heldin werden lässt. Obwohl sie Batmans Widersacherin ist, kommt es zwischen beiden häufig zu Flirts. Seit der Eröffnung von Arkham City hat die Zahl der von Catwoman verursachten Einbrüche abgenommen. Es heißt, dass sie aus unerklärlichen Gründen auf die Jagd nach Two-Face ist. Haben wir schon gesehen, ja. Ausgebildete Athletin und Turnerin, Expertin im Nahkampf, sehr erfahren im Umgang mit Peitschen. Oh. Unübertroffen, wenn es darum geht, unentdeckt zu bleiben, besessen davon, bekannte und gut geschützte Gegenstände zu stehlen. Also auch ein bisschen verrückt. So, das ist der Typ, der uns am Telefon schon zugeschwätzt hat. Und das ist nicht der Riddler. Ach, das ist der seine Opfer hier mit Wunden zählt am Körper. Habe ich auch schon mal gehört, ja. Victor Sass, professioneller Verbrecher, bliblablub. Sass ist ein völliger Soziopath. Er hatte ein sorgenfreies Leben und wurde doch zum Serienmörder. Seine Opfer werden von ihm völlig willkürlich ausgewählt. Sass geht es nur um die Anzahl der Toten. Für jedes seiner Opfer ritzt er sich einmal in den Körper. Eine besondere Stelle seines Körpers hat er für Batman reserviert. Seit man ihn nach Arkham City gebracht hat, weiß niemand, wo er sich auffällt. Die steigenden Mordraten dort sprechen allerdings für sich. Oh mein Gott. Ein Soziopath mit keinerlei Richtung für Menschenleben geht bei seinen Morden nie gleich vor, was es schwer macht, seine Spur aufzunehmen. Zwanghaftes Bedürfnis, andere zu töten. Ja, das hört sich ja super an. Was ist das da? Abspielen, Eingabe. Habe ich dir je von meinem ersten Mord erzählt, Batman? Ich will es nicht hören. Nein. Wie du sicher weißt, waren meine Eltern... So, dann haben wir noch... Wann auch immer der vorkam. Black Mask. Roman Cyanus.
professioneller Verbrecher, nachdem seine reichen Eltern auf verdächtige Weise bei einem Brand ums Leben kamen, erbte Roman Sionis ihr Reichtum und richtete ihre Firma zugrunde. Nachdem Bruce Wayne sich in die Firma einkaufte und sie damit gerettet hatte, begann Sionis ihn zu hassen. Der auf Masken fixierte Sionis schnitzte sich aus dem schwarzen Sargdeckel seines Vaters eine Maske und versuchte, an Wayne Rache zu nehmen. Beim Kampf gegen Batman brannte sich die Maske in sein Gesicht ein und machte ihn zu Black Mask. Sionis ist ein gefürchtetes Bandenoberhaupt und einer der mächtigsten Gangsterbosse von ganz Gotham. Sein Hass auf Batman kennt keine Grenzen. Ja, okay. Von Masken besessen, hasst sowohl Batman als auch Bruce Wayne. Gesicht sieht wie ein schwarzer Schädel aus. Ja, sieht man gut. Gefürchteter und mächtiger Bandenchef, geübter Schütze, bekannt für seine beiden Handfeuerwaffen. Da fehlt noch Jack Ryder. Okay, wer ist das? Jack Ryder ist ein investigativer Journalist und Gastgeber einer umstrittenen Talkshow. Er ist für seine aggressive Art und seine Unnachgiebigkeit bekannt, wenn es darum geht, die Wahrheit aufzudecken. Da die Eröffnung von Arkham City bevorsteht, versucht Ryder, die Hintergründe dieses gefährlichen Projekts in Erfahrung zu bringen und zum Wohle Gothams darüber zu berichten. Entschlossener Reporter, bekannt dafür, Stories sehr energisch nachzugehen, bekannt durch seine umstrittenen Talkshow. Okay, den haben wir schon, ne? Ja, den haben wir schon. Ich glaube, jetzt haben wir alle. Die haben wir schon gelesen, die haben wir schon. Dann sind wir da wieder up to date. Ist gut. Ich glaube, den letzten Batman-Film habe ich noch gar nicht gesehen. Fällt mir gerade so auf. Also wie heißt der hier? Ich weiß nicht mal den Namen gerade. The Dark Knight, also Dark Knight Rises, The Dark Knight und dann kam irgendwas anderes und da kommt, glaube ich, Bane auch vor als Charakter, wenn ich mich richtig erinnere. Nein! So, was wollte ich tun? Ach, wir wollten gucken, ob wir so ein Titan-Dings-Nupsi finden. Was ist denn das hier eigentlich? Stoppe die willkürlichen Gewaltakte gegen politische Gefangene in Arkham. What? Alles Schurken, sag ich da nur. Wir gehen mal dahin. Und retten politische Gefangene oder sowas. Finde ich aber gut, dass. What the fuck? Ah, das sind Rätsel. Hallo, Dark Knight. Fandest du das einfach? So war es auch gedacht. Es war nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Du wirst bereuen, dass du mich hereinlegen wolltest. Du wirst meine Rätsel lösen und meine Trophäen sammeln. Du willst es vielleicht nicht, aber du musst. Es ist eine Frage von Leben und Tod. Jetzt haben wir den Riddler gefunden, also. Rätsel. Okay, ich muss erstmal raffen, was das mir sagen will. Hä? Es gibt 440 Stück davon. Alter. Und wir haben eine neue Charakterbiografie, der Riddler. Richtiger Name, Eddie Nashton Edward Nigma. Professioneller Verbrecher, blablablub. Der wird hier in einem der alten Filme von Jim Carrey gespielt, übrigens. Aufgrund eines krankhaft gesteigerten Verlangens nach Aufmerksamkeit versucht Edward Nigma ständig unter Beweis zu stellen, dass er der gerissenste und klügste aller Verbrecher ist. Für jedes seiner Verbrechen stellt er Rätsel zusammen. Batman erwies sich immer als würdiger Gegner, der selbst die vertracktesten Rätsel des Riddlers lösen konnte. Doch Nigma bleibt davon besessen, ein Rätsel zu erdenken, das der Dark Knight nicht knacken kann. Nach der Erniedrigung, die Nigma auf Arkham Island durch Batman erfahren hat, will er ihn mehr denn je in die Knie zwingen.